Ein herzliches Willkommen, Clemens Stieger und Herwig Kummer. Die regionale Corporate Learning Community wird ja von euch vertreten und ihr habt was ganz Großes vor, was ihr für die gesamte Corporate Learning Community organisiert. Und ich finde es ganz toll, dass ihr das so macht und vielleicht könnt ihr jetzt ein bisschen erklären, um was geht es eigentlich bei dem großen Experiment, das im April beginnen soll. Herwig, ihr redet von den Corporate Learning Days. Weshalb Corporate Learning Days und wann sind die und wie lange dauern die? Ja, da möchte ich ganz von vorne beginnen, nämlich wir wollten ja ursprünglich ein Corporate Learning Camp, ein Barcamp aus der Corporate Learning Community in Wien veranstalten. Eigentlich schon letztes Jahr, hat ja nicht stattgefunden aus bekannten Gründen und heuer kann es leider auch nicht stattfinden aus ebenfalls bekannten Gründen. Und wir in der Corporate Learning Community haben uns überlegt, ja, natürlich können wir ein Barcamp einfach in den Online-Raum verlegen, einen Tag, zwei Tage online uns zusammentreffen. Diese Erfahrungen gibt es ja und haben gesagt, ja, aber möglicherweise müssen wir online wirklich auch anders denken und diesen Barcamp-Gedanken mitzunehmen. Und so sind wir auf die Learning Days gekommen. Wir sagen immer ein asynchrones Barcamp. Das heißt, vieles von diesen Barcamp-Elementen in die Online-Szene zu bekommen. Und so haben wir gesagt, das kann auch nicht nur über einen Tag, sondern über eine ganze Woche gehen. Und so finden jetzt die Learnings Days als Experiment eines asynchronen, synchronen Barcamps über eine ganze Woche statt, nämlich vom 9. April bis zum 16. April, also Freitagmittags bis Freitagmittag. Und unser gemeinsamer Raum wird der Online-Raum sein, eine Webplattform. Clemens, eine ganze Woche Barcamp. Ich kenne viele, die tun sich ja schwer, einen Tag frei zu machen. Wie muss man sich das vorstellen? Ja, das ist schon eine Herausforderung, aber es gibt, also Learning Days sind den Unternehmen durchaus ein interessantes Experiment, um einfach das Lernen in möglichst nah an den Arbeitsalltag hineinzubringen. Und die Herausforderung ist ja auch die, wie können wir Lernen und Arbeiten eigentlich miteinander verknüpfen? Und so ist auch die Idee entstanden, quasi so ein Massive Open Learning Days irgendwie zu machen. Also quasi leicht zugänglich, offen zugänglich, unternehmensübergreifend und parallel zum Arbeiten am Arbeitsplatz. Dass das natürlich eine Herausforderung ist für das Zeitmanagement, ist klar. Und dass es wahrscheinlich den wenigsten gelingen wird, eine ganze Woche sich da jetzt so in Klausur zu begeben und das zu machen. Aber das Schöne ist ja, das haben wir auch jetzt bei ganzen Online-Formaten gesehen, dass eben weil es und dieses digitale Format ja auch hilft, schnell zu wechseln. Also ich kann, wenn ich Zeit habe, schnell auch einmal eine Lerneinheit machen und danach ein Meeting wieder unterbringen. Das ist technisch möglich. Und das ist das, was wir auch, zu dem wir auch einladen wollen würden, zu sagen, quasi in dieser Woche sich herauszuschauen, was Angebote sind, selbst zu überlegen, was man anbieten kann, sich einen Slot zu nehmen und Angebot und das quasi jetzt über die ganze Woche verteilt zu suchen, was einen interessiert und wo man beitragen kann. Und das hätte wieder den Vorteil, die ganze Woche natürlich, weil es die Chance vielleicht höher ist, auch dann doch Lücken zu finden, die man integrieren kann und wo man dann doch auch an Dinge beitragen und mitmachen kann. Herwig, du hast vorhin von synchron und asynchron gesprochen. Wie kann man sich das bei den Corporate Learning Days vorstellen? Na, ich habe schon gesagt, unsere gemeinsame Plattform wird uns verbinden und auf dieser Plattform kann viel passieren. Erstens sehe ich dort, wer dort ist. Ich weiß, wie ich die Leute ansprechen kann. Ich kann die Leute dort auch ansprechen. Ich kann dort Ideen auch formulieren, also asynchron tatsächlich posten. Das kann im Text, in Audio, in Video sein, was auch immer. Und kann dort auch asynchron dazu beitragen, dass Diskussionen zu bestimmten Themen starten kann. Und zusätzlich, so wie wir das kennen, auch aus anderen Formaten gibt es synchrone Einheiten, zum Beispiel diese klassischen Sessions. Die finden nach wie vor synchron statt, zumindest ist das unser Vorschlag. Das muss nicht so sein, aber es wäre unser Vorschlag, so eine Dreiviertelstunde in den Arbeitsalltag zu integrieren über Zoom, Teams, die Teilgeber und die Sessionbringer bringen ihren eigenen Raum mit und rufen einfach auf zu diesem und jenem Thema, zu dem und dem Zeitpunkt
sich synchron zu treffen. Der Session Pitch allerdings, der kann wieder asynchron funktionieren, nämlich indem man auf diese Plattform postet, ich würde gerne am Dienstag um 15 Uhr mit euch dieses und jenes Thema besprechen. Und das kann man wieder bekannterweise mit Text, Audio, Video, ein kurzes Video aufnehmen, einen kurzen Audio-Stream oder auch einen kurzen Text oder eine Kombination daraus und den anderen zur Verfügung stellen und sagen, hey, wäre das nicht was? Und dann trifft man sich halt am Dienstag um 15 Uhr. Sehr schön. Clemens, bei Barcamps sind ja die Sessions das Wichtige, also auch so die Sessiongebenden, die ein Thema einbringen. Gibt es da irgendwelche Regeln, die man beachten muss? Bestimmte Längen, bestimmte Zeiträume oder wie ist das? Also wir orientieren uns ja an den Barcamps auch und da ist die erste Regel heißt ja, jeder kann etwas beitragen. Also jeder ist Teilnehmender ist Teilgebender und so wollen wir auch alle ansprechen, das quasi auch mitzugestalten, was hier passiert. Ja, jeder kann sich eine Session nehmen. Der Herwig hat schon gesagt, so wir empfehlen halt diese 45 Minuten, weil sie eine bewährte Länge ist, aber das ist kein Muss. Man kann, wenn es kürzer ist, ist es kürzer. Wenn es länger sein soll, kann man es auch länger machen. Das ist durchaus auch angedacht. Sonstige Regeln heißt, man kann, also eigentlich das, was einen selber interessiert, ist immer ein guter Treiber für so etwas. Also was möchte ich, dass an so einem Barcamp passiert, weil ich eine Methode ausprobieren möchte, einen Impuls geben möchte, zur Diskussion einladen möchte, eine brennende Frage habe, eine Erfahrung teilen möchte. Das wären alles gute Gelegenheiten hier zur Verfügung zu stellen. Es muss kein Vortrag sein, das soll es sogar auch gar nicht. Also das wäre eher die Empfehlung die Interaktion auch miteinander zu fördern und zum Austausch beizutragen und zum Experimentieren auch einzuladen gemeinsam. Das wäre auch unser Wunsch, dass wir einfach da auch neue Wege im Lernen auch gehen und das auch miteinander tun. Keine Verkaufsveranstaltung, weil würde ich als die einzige Regel sehen, die da drinnen ist, weil das einfach schadet und dann die Leute nicht dazukommen. Aber sonst ist alles möglich. Man kann sich an den Themensträngen orientieren. Es hat ja jeder Tag ein Motto mehr oder weniger, das ein bisschen eine Fokussierung auch geben soll. Das ist vielleicht anregend, um zu überlegen, was will ich denn da vielleicht auch beitragen oder was interessiert mich. Aber man kann da auch, wenn das zeitlich nicht geht, dann auch woanders, auch an anderen Zeitslots sich suchen und eintragen. Technisch geht das über diese Plattform, die der Herwig schon erwähnt hat. Man kann einfach, wenn man angemeldet ist und auch diese Zugangsdaten hat, selbstständig eine Session anlegen. Man braucht da auf diesen einfach nur Session geben drücken, dann gibt ein Formblatt auf, wo man das man ausfüllt und eintragen kann. Und dann zack, hat man schon eine Session gemacht, geplant. Ah, sehr schön. Also, das klingt ja nach einem ganz ungewöhnlichen Format und ich finde es richtig faszinierend, dass ihr da mal so einen ganz anderen Rahmen für das Von- und Miteinanderlernen aufspannt und damit mal experimentiert. Und dieses Experimentieren ist ja so eins der Kennzeichen der Corporate Learning Community. Ja, deshalb Einladung an alle, da sich zu beteiligen. Die Anmeldung ist nötig, kostet auch nur eine kleine Schutzgebühr. Und wer sich anmelden will, unter Corporate Learning Days 2021 findet man es, kurz vorm CLD 21. Beides einfach mal googeln und man ist sofort dabei. Ansonsten auf unserer Homepage colearn.de findet man es auch. Also, wir freuen uns auf dich, dass du auch mitmachst.